Die Monatliche, die Zeitung für Wels. Der Bürgermeister Havel fächert mit, Widerstand ist unsere Pflicht. Oder was sozusagen, was diese Demo feststellt, ist, dass ich sage mal, größere Schichten der Bevölkerung die FPÖ wählt, nicht nur in Wels, sondern auch in Oberösterreich, Österreich, Wien. Und dass man mit diesen Schichten in der Bevölkerung reden muss, um die FPÖ effektiv zu bekämpfen. Und was man am Fronttransparent auch sieht, ist, dass es den Aufbau einer Alternative braucht. Denn ich glaube, ich brauche keinen hier erklären, dass die etablierte Politik, und damit meine ich alle Parlamentsparteien, irgendeine Alternative oder irgendeine Lösung für die jetzige Krise, ob innenpolitisch, ob Wirtschaftskrise, ob die aktuelle Flüchtlingskrise oder eben das Problem Rassismus in irgendeiner Weise lösen kann. Das heißt, und das hat heute diese Demonstration eindrucksvoll festgestellt, das heißt, es wird notwendig sein, eine Alternative selbst aufzubauen. Ich glaube, wir sollten hier alle sich heute Platz versammelt haben, aus dem aktuellen Teufelskreis in der österreichischen Politik austreten. Wir sollten uns von Kompromissen und von kleinerer Übellogik verabschieden und sollten jetzt aktiv versuchen,
sozusagen eine Veränderung herbeizuführen, einen tatsächlichen neuen Weg aufzumachen, um eben aus diesem Teufelskreis rauszugehen. Und dafür wird es eben notwendig sein, eine Alternative aufzubauen, die eben auch, wie schon in vorigen Redebeiträgen festgestellt wurde, auch soziale Probleme ganz konkret ansprechen muss, den Menschen hier auch Perspektiven zu geben, hier auch zu zeigen, dass es in ihrem Interesse ist, gegen die etablierte Politik, gegen Rassismus zu kämpfen, dass es notwendig ist, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund zu kämpfen. Wir haben aufgestanden sind und wir wollten unbedingt eine rauchen. Und ja, das wollten wir wirklich unbedingt, weil wir waren halt am Vortag fort und wir haben so gedacht, das passt gut zum Café dazu. Und ja, es war aber im ganzen Haus keine Feierzeit. Und es war kurz bevor bei mir im Ort gewählt worden ist. Und ich habe die Backerlsuppen von der ÖVP schon gekriegt. Ich habe das Kuscheltier von der SPÖ noch gekriegt. Und genau in dem Moment, in dem wir total am Verzweifeln waren, Leid, so ein Typ von der FPÖ. Danke. Leid, so ein Typ von der FPÖ an der Tür und druckt mir Feier in die Hand. Und ich muss sagen, das Feier ist ohne Scheiß das Beste, was die FPÖ in Österreich dabei gerissen hat. Ja, ein Mensch kommt. Man kann niemanden für seine Herkunft verurteilen. Es gibt Scheißleute in diesem Land, es gibt Scheißleute im nächsten Land. Aber hey, ich bin früher selber in Linz auf der Straße als Schnorrer gesessen. Und ich als Deutscher muss A sagen, ich wurde ebenfalls als Dreck oder Abschaum behandelt. Jeder Mensch, wie er hier steht, kann froh sein, in keinem Bürgerkrieg zu sein. Jeder von euch würde, wenn es Bürgerkrieg geben würde, hier in diesem Land, selber aus seinem Land flüchten, damit er seine Kinder, seinen Hund, seine Mutter, seinen Vater irgendwie in Sicherheit bringen kann. Und genau deswegen sollte man nicht dagegen sein. Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Ich kann euch nicht hören! Nochmal laut! Alerta! Alerta! Antifaschista! Nochmal! Alerta! Antifaschista! Dankeschön! Dass wir doch so viel Leute waren, dass wir laut waren, dass wir präsent waren, dass wir ein starkes Zeichen gesetzt haben. Ich bin echt unglaublich dankbar, dass wir das in Wels geschafft haben und dass es so viele Leute gibt, die nur vernünftig sind und für gescheite Werte sich einsetzen. Ich werde dann euch auch nur sagen müssen, dass wir Musik haben in ein paar Minuten. Wir müssen sie nur ein bisschen spielen da. Aber es ist bald soweit. Und ja, danke, dass du da warst. Es war extrem cool und vielleicht sehen wir sie bei der nächsten Demo dann wieder. Dankeschön. Die monatliche, die Zeitung für Wales.